Hallo auf meinem Kanal. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Wunschthema einiger Frauen Ü40, Ü50 und Ü60. Es gibt viele von uns Frauen, denen es genauso geht wie mir. Ich möchte in diesem Video einmal auf diesen Teil ansprechen, auf eine große Oberweite. Ich habe für meine Figur bemessen eine ziemlich große Oberweite. Und viele von euch haben mich gefragt, ob ich offen darüber reden kann, ob ich Probleme habe, was ich für Unterwäsche trage, was ich gegen Schwitzen mache, gegen Rückenschmerzen. Was ich dafür tue, dass ich mich mit meinem Busen und mit meiner Brust wohlfühle, ohne darüber nachzudenken, dass ich eigentlich viel lieber kleinere hätte oder noch größere hätte oder andere hätte oder anders aussehende hätte. Ja, darüber möchte ich reden. Nach wie vor bei solchen Videos muss ich immer dazu sagen, ich bin keine Ärztin. Ich bin einfach eine Frau mit einem relativ großen Brustumfang und mit einer ziemlich großen und auch schweren Brust. Angefangen hat alles mal damit, dass man mich früher in der Schule nannte: Hallo Schneewittchen, kein Po und kein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich hatte nämlich lange Jahre eigentlich gar keinen Busen. Ich war ein groß aufgeschossenes Mädel, schlank, kurze Haare, schlaksig, dunkle Stimme und hatte da oben gar nichts. Es fing bei mir tatsächlich an, so mit Mitte 30, stellte ich plötzlich fest, meine Brust veränderte sich. Sie wurde größer und schwerer. Damals war ich total happy, damals war ich total stolz darauf, dass ich mit einmal Busen hatte, mit einmal Mitte 30. Ich hatte bereits zwei Kinder, da pfiffen mir die Bauarbeiter nach. Weil ich groß war, weil ich schlank war, eher dünn, und hatte aber plötzlich Formen. Oh, wie habe ich mich gefühlt? Ich bin gleich um 3 Meter gewachsen, wenn ich irgendwo vorbeiging, obwohl ich verheiratet war, zwei Kinder hatte, noch eins, die ich mit 31 noch bekommen habe, hier meine Lütte, die mit mir im Mehrgenerationenhaus wohnt. Ja. Da fing das an, dass ich das total toll fand und dass mich alle bewundert haben. Und damals habe ich angefangen zu sagen, dafür muss ich was tun, weil ich habe lange Jahre immer oben ohne auf dem Balkon im Sommer gesessen, weil mich das genervt hat, dieser weiße Strich, wenn man dann, wenn man jung ist, so ganz gerne mal den Carmen-Ausschnitt tragen möchte und hatte dann hier die Streifen. Und da habe ich viel Sport gemacht. Da habe ich extrem viel Sport für den Busen gemacht. Ich habe mir alle Übungen überall rausgesucht. Ich habe nachgefragt bei der Physiotherapie, was man dann tun kann, um für den Busen und gegen den Busen wirklich zu arbeiten. Ja, gegen den Busen zu arbeiten, also gegen die Erdanziehungskraft, die ja dann auch so eintritt. Ja, mit 40 habe ich ja dann meinen Helden lieben gelernt. Damals haben wir in der Gastronomie gearbeitet, in einer Pizzeria. Da musste viel Teig gerollt werden. Also alleine diese Übung war schon immer ganz wichtig. Ich habe immer darauf geachtet, immer, mein ganzes Leben lang schon, gerade zu laufen. Ich zeige das, was ich habe.
Und dieses gerade und mit dem Rücken arbeiten ist für mich immer eins der wichtigsten Dinge schon immer gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte mir meinen schönen Busen erhalten. Was ich nicht mehr tragen kann und auch nicht bereit bin, ist mir Bügel-BHs zu kaufen. Ich habe vor 10 Jahren damit aufgehört, weil ich große Probleme hatte, weil ich auch geschwitzt habe unter dem Busen und weil es mich hier und hier überall geklemmt hat und ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin eingeengt in irgendetwas und das drückt und das kneift und es ließ sich auch durch T-Shirt hier nicht runterziehen. Es hat manchmal auch richtig geklebt. Das hat sich auch entzündet dann teilweise. Und vor 10 Jahren habe ich dann irgendwie, bin ich dann mal auf den Fernsehsender HSE gestoßen und habe mir per Zufall eine Sendung angemacht, die hieß Schlank Stütz. Ich wusste nicht, was da so auf mich zukam, aber das, was ich dort gesehen habe, das hat mir gefallen. Ich möchte gleich hier dazu sagen, das ist mein eigenes Ansinnen, dass ich das gefunden habe. Ich habe weder was mit dem Sender zu tun, noch kriege ich irgendwelche Provisionen, noch sonst irgendwas. Ihr wisst, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich bin so, dass ich, wenn ich von etwas begeistert bin, dann gebe ich es auch hier so weiter, als ob ich es meiner besten Freundin empfehle. Probier es doch mal aus. Ja, ich habe das damals ausprobiert, das erste Teil. Das habe ich nun natürlich mittlerweile nicht mehr. Ich habe erst ein bisschen von dem Preis, weil ich ein Mensch bin, der immer Dinge kauft, die kein Riesenloch in meinen Geldbeutel reißen, aber die den Preis wert sein müssen, wenn sie etwas höher sind. Und ja, ich habe jetzt so ein Teil an und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist ein Schlangstützteil. Eigentlich so, wie wir es nicht tragen dürfen. Hier mit so dünnen Trägern, sagt ja immer jemand, wenn er einen großen Busen hat. Ich habe also den Umfang 90 und das Körbchen ist D. Ist für meine Begriffe schon ziemlich viel. Manchmal brauche ich auch mehr. Aber das ist so ein Teil. Ich muss das mal so ein bisschen runter machen. Das ist so ein Hemdchen. Das ist mit dem Stützgrad 2. Das ist jetzt für den Sommer sehr, sehr schön. Das zieht man, wenn es jemand schon gesehen hat, von unten hier an und nach oben. Und genauso zieht man es auch wieder aus. Also das zieht man nicht wie ein Hemd aus, sondern das zieht man so aus. Es ist aus einem Material, da habe ich in den 10 Jahren weder im Sommer noch im Winter, wenn man dick angezogen ist und mal ein bisschen schneller läuft, nie mehr geschwitzt hier unter dem Busen. Ich weiß nicht, ob es am Material liegt oder ob es an mir liegt. Es hat keinen Bügel. Es hat nur so ein eingebautes ja, Brustumfangteil. Und diese Träger lassen sich natürlich verstellen. So ein Schlangstütz kann ich jetzt mal zeigen. Muss man ja auch. Das ist jetzt so ein bisschen ein edler Schlangstütz, so ein edles Schlangstützteil. Das hat nämlich unten Spitze. Und jetzt muss ich mal gucken. Das muss ich euch so zeigen. So muss ich mal das Ladegerät abmachen, sodass ihr mich hier auch seht. Ich habe jetzt bitte schön die Hose mal ein bisschen runter. Das ist also so ein Schlangenstützteil mit einer Spitze hier dran. Es versteckt ein bisschen den Bauch hier. Dazu habe ich einen passenden oder unpassenden, wie auch immer. Ich habe keinen hautfarbenen Slip, die hasse ich. Ich habe das in Schwarz, den Slip mir dazu bestellt. Der formt auch gleich. Ist nicht schlimm.
so ein bisschen den Bauch hier, den ich habe von zwei Kindern, weg und darüber ist die Spitze. Also theoretisch könnte man jetzt Folgendes machen, wer sich das traut, ziehe ich mal die Hose an, der kann jetzt, jetzt müsste ich die Gürtel rausmachen, ja, das ist, wenn man sich nicht richtig vorbereitet und immer alles so wie ich aus dem Bauch heraus macht. So, dann könnte man theoretisch das so tragen und könnte dann drüber auch noch ein T-Shirt tragen. Ihr seht mich jetzt nur als halbe Frau. Der Rest ist nicht weggesägt. Aber es ist echt immer schwierig, wenn keiner filmt. So, wenn man jetzt noch so ein T-Shirt hat, dann sieht es sogar recht schön aus. Und es verbirgt hier in dem Bereich alles hemdchenmäßig. Sieht, finde ich, auch immer angezogen aus. Das mag auch mein Held. Und wenn man ein enges T-Shirt trägt, hat man einfach nur den Busen, aber man hat hier nichts Einengendes drunter. Man hat auch bei dieser Art von Trägern nicht unbedingt dieses Gefühl, die schnüren sehr ein. Man kann sich sie jederzeit und Stunde ein bisschen lockerer ziehen, wenn man mal ein bisschen dieses Gefühl hat. Der Busen sieht wirklich angezogen schön aus. Also ich habe das nicht gedacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, ja, das sind alles Models und die verkaufen ja alles so in dieser Richtung. Nein, ich muss sagen, das ist ganz toll. Ich ziehe jetzt mal einen anderen Schlangstütz-BH an. So, jetzt habe ich einen schwarzen an. Gleiche Prinzip, aber ihr seht schon hier, das ist ein normaler breiter Träger, auch sehr angenehm. Auch schlank, Stütz, Stufe 2, also auch die leichtere Version. Schön, liegt schön an. Man muss natürlich immer Folgendes machen. Man muss dabei immer, wenn man fertig ist, sich den Busen richtig hinpacken. Ich finde auch, das sieht richtig schön aus. Ist ein schwarzer, ist ein ganz normaler Schlankstütz, ja, Corsage, wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Ich war von Schlankstütz Hemdchen gleich angetan. Hier habe ich die Variante ohne Spitze unten, also recht sportlich, aber in Natur, wieder mit diesen dünnen Trägerchen. Und ich kann euch jetzt sagen, ich habe mir diese Qualität für den Sommer. Erstens schwitzt man, wenn man schwitzt, schwitzt man hier unten wirklich in dieses Teil rein. Es schwitzt nichts durchs T-Shirt, was ich sehr schön finde. Und ich habe diese Schlangstütz mit der Stufe 2 mir in allen Farben gekauft. Ja, wenn man mal bedenkt, also wenn ich ein rotes T-Shirt anhabe, dann ist es das auch wieder. Die wäscht man, die sind am nächsten Tag sofort trocken, manchmal sind sie abends sogar trocken. Also ich habe im Laufe der Zeit, also ich habe damals mit einem Teil angefangen, dazu den passenden Slip mir angeschafft und habe sie mir in allen Farben geholt. Und mein Held sagt immer, da ich eine sportlich elegante Frau bin, mein Held sagt immer, du musst dich wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass es so entscheidend wichtig ist, dass ich jeden Tag die Zuwäsche tragen muss in meinem Alter. Ich muss mich wohlfühlen und ich muss wissen, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich mich ausziehe, dann habe ich nicht einen Dessous-BH an und darunter einen nackten weißen Bauch für mich, sondern ich bin angezogen und das eben ganz schnell. Auch in Grün habe ich ihn, also ich habe im Laufe von 10 Jahren, glaube ich, den Schrank brechend voll. Wie gesagt, ich hatte früher ganz arg damit zu tun, dass ich unter der Brust geschwitzt habe. Viele von euch schreiben mir das auch. Ich kann euch
nichts empfehlen, aber ich kann euch das sagen, was eine Freundin von mir gemacht hat. Die hat ganz arg, die hat wirklich unter dem Busen hier unten drunter rohes Fleisch im Sommer gehabt. Das war so wund, dass ich mich schon selbst erschreckt habe. Und dann hat sie gesagt, das juckt und das juckt. Und die hat wiederum einen Ratschlag bekommen. Die hat angefangen, sich in ihre BHs, die sie hat, und zwar, ich will euch nur dazu sagen, die habe ich natürlich auch. Das sind BHs von Hunkemöller und von Palmers. Da bin ich hingegangen und habe mich ausmessen lassen. Und dann habe ich natürlich so etwas und dazu auch den passenden Slip-Hallo, wenn man mal weggeht oder wenn man mal jemanden ins Schlafzimmer lädt. Man kann ja ruhig offen sprechen. Dann habe ich natürlich auch solche Unterwäsche. Aber ich sage euch ganz ehrlich, und da ist dann auch ein Bügel drin, logischerweise. Sieht auch total schön aus, aber das habe ich eigentlich nur fürs Schönsein oder für bestimmte Kleidung. Dann habe ich das. Ich mache das jetzt mal hier oben drüber. Man muss sich ja nicht so zeigen, aber dann seht ihr das. So. Schmaler werde ich dadurch nicht. Natürlich sieht es schöner aus. Aber eins kann ich immer dazu sagen, das, was ich gar nicht mag und das, was ich wirklich bei vielen sehe. Also erstmal kneift das schon gleich hier drunter. Die Spitze reibt so ein bisschen. Ja, es sieht sehr schick aus. Das sieht auch ohne sehr schick aus. Ich kann euch das nachher gerne zeigen. Das ist sehr schön, aber das lässt sich für mich. Und unten drunter guckt sowieso erstmal keiner, jedenfalls außer meinem Held. Und dann kommt noch mit dazu, dass es nicht nur einengt ist, sondern wenn ich jetzt das T-Shirt drüber trage, und das ist das, was ich vorher sagen wollte, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann und auch nicht sehen kann, außer vielleicht bei ganz jungen Mädchen. So, jetzt guckt euch mal meinen Busen jetzt an. Wenn ich diesen BH drunter habe, und das hat jetzt nichts damit zu tun, komme ich mal ein bisschen näher, so, bällig, man sieht hier diese Naht, man sieht an der Seite diese Naht. Also was muss ich machen? Flatterblusen anziehen. Und dann sieht man das auch durch, wenn es eng ist. Dann sieht man diese ganze Spitze und alles mit durch. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade zugeschnürt. Und wenn ich mich dann bücke, und das ist es, wenn ich mich dann bücke, dann ist das genau hier in diesem Bereich, drückt mich das. Und dann drückt mich das alles. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht frei atmen und ich kann nicht frei sein. Und dann fängt man an zu schwitzen und dann fängt man an zu jucken, weil es wirklich zu kratzen, weil es wirklich juckt. Und im Sommer noch viel mehr. Ja, schön, aber wirklich nur mal fürs schöne Weggehen, fürs schöne, zarte, dezente Spitzenkleid. Habe ich auch in Schwarz, habe ich auch in Hell. Je nach Kleid habe ich mir das geholt. Und das finde ich immer ganz gut. Von Zeit zu Zeit hole ich mir sowas auch, weil ich mir dann immer mal wieder die Brust ausmessen lasse, den Umfang ausmessen lasse. Das ist zum Beispiel etwas, was jeder machen sollte. Er sollte wirklich irgendwo erstmal in ein Fachgeschäft gehen und sagen, ich möchte bitte gerne mich beraten lassen, aber ich muss erstmal wissen, was habe ich denn tatsächlich für einen Brustumfang? Ich kenne jemanden im engen Bekanntenkreis, die kannte ich vor 15 Jahren, die kannte ich vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, die kenne ich auch heute noch. Und die hat sich tatsächlich körperlich verändert, sagt aber immer, sie trägt immer noch den gleichen BH. Man sieht das dann leider hier, es quillt hier raus, es quillt hier raus, weil sie einfach mal nicht ihre Brust und ihren Brustumfang hat ausmessen lassen. Und das
sollte man schon, ich muss mich mal bücken, bin schon wieder da, das sollte man von Zeit zu Zeit schon machen lassen. Ja, jetzt nochmal zurückzukommen auf meine Freundin. Die hat einen Rat befolgt, die hat sich in ihrem BH, und jetzt bitte, Slip-Einlagen zurechtgeschnitten und hat sich das dann fürs Schwitzen oder gegen Schwitzen oder gegen das Riffeln, hat sich die zurechtgeschnitten und hat sich die dann hier innen in den BH eingeklebt. Das hilft, weil es den Schweiß aufnimmt, wenn man solche Art von BHs trägt. Ja, nun wollen wir nicht jeden Tag einen Sport-BH tragen und nun wollen wir auch nicht jeden Tag Baumwolle tragen, gar keine Frage, aber das ist zum Beispiel etwas, was hilft. Und dann gibt es sogenannte BH-Liner. Die sind schweißabsorbierend und die werden hier drunter direkt auf die Haut geklebt. Ich creme mich, wenn ich solche BHs trage zu irgendeiner Veranstaltung, dann creme ich mir zwar den Körper ein, aber ich creme mir hier drunter das nicht ein. Ich halte es so trocken wie möglich und habe dann so einen BH-Liner, den ich dann dorthin klebe. Erstens schützt er genau hier unter dem Busen, schützt er diesen Bügel, den ich dann tragen muss. Ich war zur Hochzeit letzten Jahres, musste ich so einen BH tragen, weil es sonst nicht ausgesehen hätte. Ja, das kann man machen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man ist bereits schwerst entzündet oder man hat schon offene Stellen darunter. Ich weiß von meiner Mutter wieder mal den Ratschlag, richtige Leinenläppchen helfen. Die kann man sich nachts da wirklich auflegen. Unter dem Busen, wer jetzt einen noch größeren Busen hat wie ich, dass man ihn wirklich anhebt und drunter packt. Das beruhigt erstmal ungemein. Man kann diese Leinenläppchen sich aber auch ganz dezent in den jeweiligen BH einlegen. Das hat man wohl früher gemacht, richtig Leinenläppchen genommen und sich das genäht, weil das hat mir meine Mutter gesagt, die schwere Kohle, die hat Kohlen hochgeschleppt und Holz gehackt und da hat regelmäßig das geschwitzt und früher gab es halt auch nicht alle möglichen Dinge. Und da hatte man auch nicht so viel Geld, um sich jetzt für damalige Verhältnisse riesenteure BHs zu kaufen. Aber es musste ja auch schon sein. Ja, dann gibt es, und das weiß ich mittlerweile von meiner Freundin, dann gibt es Tamosyt. Tamosyt. Das ist ein frei verkäufliches Mittel, flüssig in Apotheken. Das soll entzündungshemmend und juckreizlindernd sein. Meine Freundin hat das immer genommen, ist so ein Fläschchen. Sie bestellt es sich bei Amazon. Sie sagt, das hilft tatsächlich. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann auch nicht sagen, holt euch das jetzt. Ich kann halt nur immer sagen, wenn ich ein Problem habe, ich sage immer, wenn ich mit irgendetwas ein Problem habe, und ich hatte es letztens gerade, ich habe hier unterm Arm mich wahrscheinlich, klinge nicht ganz sauber oder so, habe ich mich unterm Arm rasiert und dann ist das ganz entzündet geworden und dann waren 1000 Pickelchen erst, dann haben die gejuckt und dann habe ich angefangen natürlich zu kratzen. Und was ist passiert? Irgendwann war so eine Stelle offen, dann habe ich wieder geschwitzt, dann hat es gebrannt und dann war das ziemlich rot und fast so feuermäßig. Ich bin dann tatsächlich in die Apotheke gegangen. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, für mich ist der erste Anlaufpunkt immer die Apotheke. Und ja, manchmal gucke ich auch, wenn es um Sachen geht, wo ich sage, oh, da ist gerade die ganze Apotheke voll, dann gehe ich eben noch ein Stück spazieren. Und dann gehe ich rein und dann sage ich Ihnen das. Und wir wissen, dass heutzutage Apotheker auch
ein Ersatz für den ständigen Arztbesuch sind. Also man kann erst einmal in der Apotheke fragen und die helfen einem in jedem Fall weiter. Und die sagen einem heute auch, versuchen Sie es die nächsten 3 Tage. Wenn es nicht hilft, bitte suchen Sie einen Arzt auf. Man kann auch zu einem Hautarzt gehen, wenn das so schlimm ist. Oder zu einem Gynäkologen. Ich würde auch zum Gynäkologen gehen, wenn es um meine Brust geht. Denn schließlich untersucht der ja meine Brust. Man guckt nach, man soll sich die abtasten. Und wenn mir was ganz komisch vorkommt und eben auch vielleicht, wenn ich immer schwitze und es sich immer entzündet, vielleicht hängt das mal mit meinem Säure-Basen-Haushalt zusammen. Das sind alles nur Vermutungen. Dann gehe ich zu meinem Gynäkologen und sage, ich habe das Problem, weil ich möchte es doch loswerden. Es ist doch kostbare Lebenszeit, die eingenommen wird. Es ist ein Teil, was ein, weiß ich nicht, also ich, meine Brust ist meine Brust, die gehört zu mir und die schütze ich und da will ich nicht, dass ich mich stoße, dann tut mir das schon weh oder ich bin beunruhigt, wenn sich da was verändert oder irgend sowas. Das ist ein Ausdruck meiner Weiblichkeit für mich. Und wenn mit meiner Brust irgendwas nicht in Ordnung ist, über längere Zeit hin und ich das selber nicht in den Griff kriege, dann habe ich eine miese Stimmung. Und die habe ich nicht verdient, finde ich. Die habe ich einfach nicht verdient. Und dann gehe ich als erstes den Schritt in die Apotheke. Wenn da, mir da nicht weiterhelfen kann, dann muss ich den nächsten Schritt gehen zu meinem Gynäkologen und dann gehe ich. Der wird mir dann schon sagen, also, Mädel, das ist das Beste, du gehst jetzt zum Hautarzt. Da müssen wir mal was überlegen. Oder lass mal ein großes Blutbild machen und lass mal feststellen. Oder weiß ich nicht. Also, das sind so meine Ambitionen, die ich mache. So, jetzt will ich aber auch darauf zurückkommen und euch gleich mal zeigen. Natürlich gibt es von Schlangenstütz auch so etwas. Habe ich auch. Wenn mir jetzt nämlich jeder sagt, ja, ich bin kein Hemdchenträger, ich will hier hinten nichts haben und ich will da nichts haben. Natürlich haben sie dann BH und Slip passend. Habe ich auch. Und habe ich auch. Mittlerweile im Laufe der Jahre in ganz vielen Farben. Ich ziehe das jetzt mal das Oberteil an und dann könnt ihr sehen, wie das sitzt. So, Oberteil habe ich an. Schaut mal. Also, auch wieder von unten angezogen wird das. Ich richte meinen Busen her und habe hier noch so ein Teilchen, was ich nicht da nach unten schiebt. Ich habe hier immer schön unten drunter nur das Material, oh, jetzt komme ich nicht drauf, keinen Bügel, sondern nur das Material. Das sieht sehr gut aus und auch da passend jetzt nicht zur Farbe, aber ich habe jetzt kein ringfarbenes T-Shirt. Ist ein großer Busen gut eingepackt. Und ich sage, ich weiß, es gibt enorme Unterwäschenhersteller, es gibt auch im YouTube ganz viele, die für irgendetwas werben, wo der BH und der Slip zusammen an die 200 € kosten. Es tut mir leid. Also, das ist jetzt meine Einstellung. Ich brauche jeden Tag frische Unterwäsche, weil ich viel damit arbeite, viel rumlaufe und ich gebe nun mal keine 200 € für Unterwäsche aus, für einmal Unterwäsche. Ich gebe aber schon 100 € aus dafür, dass ich gut aussehe, dass mein Busen sitzt, dass ich mich nicht eingeengt fühle. Und ich persönlich dann lieber für meinen Schweinehund tatsächlich die Übungen, die überall stehen, für Bauch, Beine, Po auf der einen Seite, für den Rücken und auch, was kann ich tun für meinen Busen, damit er nicht hängt und was kann ich tun, dass ich selber, wenn ich natürlich immer so laufe,
Dann gibt es nicht nur die Rückenschmerzen, dann zieht auch der Busen noch weiter runter oder die Brust mich noch weiter runter. Schulter arbeitet weniger. Aufrichten. Und aufrichten heißt, mich selbst aufrichten. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich abends ausziehe, wer da behauptet, da kann er ja nicht hingucken, die hat ja nichts Besonderes. Also ich finde, das sieht aber sowas von schick aus. Also, hallo? Und da ist egal, wie viel ich hier habe oder hier habe, da sieht man doch aber top schick aus. Tolles Material, ganz, ganz toll. Und ich habe auch im Laufe von ganz vieler Zeit, ich habe mir damals dann angefangen, als ich das erste Teil hatte, war ich so begeistert. Ich war nie wieder wund unter dem Busen. Ich habe nie wieder geschwitzt. Ich hatte nie wieder ein durchgeschwitztes T-Shirt hinten. Ich war hier immer, also ich nicht gartenschlank, aber ich hatte immer eine Silhouette und eine Figur. Und das ist tatsächlich so bei HSE, wenn man dort reingeht, da ist ja wirklich da sind ja ganz unterschiedliche Frauen. Und wenn man sich auch mit den größeren und noch größeren vergleicht, es ist tatsächlich so, sie sitzen so. Ich kriege davon überhaupt nichts. Gar nichts. Ich bin eine von vielen Kunden bei HSE Schlangenstütz. Aber ich verdiene nichts. Ich bin nur davon so begeistert. Und ich habe auch, es gibt auch Schlangenstützwäsche mit einem höheren Stützgrad. Also das, was ich euch jetzt gezeigt hatte, das ist Schlankstütz mit der Stütze 2. Und damit rate ich auch immer, fangt damit wirklich an. Und wie gesagt, diese Hemdchen gibt es eben auch mit diesen breiten Gurten. Ich habe hier überall die Größe L. Es gibt, glaube ich, S. Es gibt M, es gibt L, es gibt XL. Und die sagen das auch. Die sagen das echt auch immer an und zeigen das auch. Also, wer ein Fernsehprogramm hat, ansonsten muss man. Ich habe damals wie die Mutter zum Kind. Ich habe eingeschaltet und dann war das da. Ja, und dann habe ich natürlich auch, wenn es mal wieder ein bisschen mehr ist, sprich Weihnachten, Gänsebraten, dann habe ich hier Schlangenstützgrad 5. Ja, hallo, das ist dann schon wirklich oh, strafft, aber da passt dann auch das Kleid in der Größe. Und dann gehe ich auch schon mal zu einer Stehparty. Aber meine Silhouette sieht richtig gut aus. Und trotzdem kann ich mich hinsetzen, trotzdem kann ich essen und ich kann genießen und nichts beißt, nichts drückt, nichts ist unangenehm. Und also glaubt man nicht, dass mir nicht der eine oder andere schon auf meinen großen Busen guckt. Und wenn ich dann ein glattes Kleid anhabe und nicht diese Bügel, Falten, Spitze, dann ist es schon ganz gut. Die Slips kosten meistens zwei Stück um die 22 Euro. Ja, ganz viel habe ich schwarz, aber ich habe auch alle anderen Farbtöne. Die sind so im Zweierpack. Mal sehen, guck gleich mal nach. Das ist sogar nur eine L. So ein bisschen höher. Ich habe jetzt sogar einen, der so zum Bauch oben ein bisschen höher ist. Da stelle ich allerdings fest, wenn ich da so ein bisschen hin und her gehe und nicht eine Hose anhabe, dann rollt sich das runter. Also da bin ich nicht so begeistert. Da habe ich auch zwei. So, das ist Größe L. Man muss da immer so ein bisschen gucken. Was ist denn das hier? Das ist auch, also in den Slips habe ich in den unterschiedlichen, ihr seht es jetzt gleich, das ist ein bisschen schmalerer, sommerlicher, auch wenn ich trage viel Shirts. Und das ist so ein bisschen höherer, der so ein bisschen bis zum Bauch oben hingeht. Der sitzt aber auch ganz toll. Und meistens zwei. Und manchmal hat man Glück, dass man mal 5 Stück bekommt.
Dann habe ich hier wieder so ein zum Anziehen. Und es ist tatsächlich so, BH, das muss alles von unten angezogen werden. Also auch total bequem. Man sitzt irgendwo und zieht sich das von unten an und gut ist. Und man zieht es dann auch wieder nach unten aus. Also es ist richtig gut. Man muss nichts knippern. Man muss nicht hier vorne zumachen und dann. Kennt ihr wahrscheinlich alle die Bewegungen, bis man das dann rum hat und bis alles sitzt? Nein. Ich bin davon sehr angetan und ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen Weg gegangen bin, euch das zu zeigen und auch zu erklären, dass ich selbst meine Probleme habe mit dem großen Busen. Ich kann auch manchmal die jungen Mädels gar nicht verstehen, die sich solche Hupen machen lassen. Und gar nicht wissen, wie es mal in 15 Jahren aussehen wird, wenn sie vielleicht selber Kinder bekommen haben, wenn die Erdanziehung auch da, sprich das Gewebe hier nachlässt, wenn man nicht mehr so gehen kann, weil das Dekolleté nicht mehr so sitzt, dann frage ich mich, was machen die denn dann? Ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Ich stelle sie keinem anderen. Aber ich denke immer, Mensch, seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Ich habe manches Mal schon festgestellt, dass ich schlanker aussehe, wenn ich ein enges T-Shirt anziehe, als wenn ich eine weite Bluse anziehe. Weil, wenn man, ist doch logisch. Hier ist der Vorbau, wenn die Bluse runterfällt, die ist nicht maßgeschneidert, dann sehe ich oben so aus. Mit diesem Schlangenstütz kann ich ein enges T-Shirt tragen, was super sitzt, auch bei noch größeren Busen, auch bei kleineren Busen und kann mich überall sehen lassen und habe keinen Kummer und gleichzeitig sehe ich mit einem engen T-Shirt schlanker aus, als ich bin. Ich habe eine Größe, glaube ich, zwischen 42 und 44. Und wenn ich jetzt eine enge Hose unten trage und trage jetzt kein großes, schlabberndes Oberteil, sitzt mein Busen gut. Wenn man mich von vorne sieht, den kann ich richtig einordnen und egal, was ich mache. Und ich liebe meinen Schweinehund, der mir sagt, erhalte deinen Busen so lange wie es geht. Pflege deinen Busen, tue für deinen Busen und für deine Brust etwas Gutes. Denn wir wissen alle, dass es ganz, ganz, ganz viele Frauen gibt, die vor einer ganz anderen Alternative stehen müssen. Und das ist auch ein Thema, das ich hier nicht ansprechen werde, weil ich spreche nur aus meinen Erfahrungen und meine Erfahrung soll auch hier bei diesem Thema enden, weil ich halt nur von meinem gesunden Busen spreche, von meinem großen Busen. Und wie kriege ich denn jetzt die Kurve wieder ins Lustige rein? Also, ich kriege die ganz einfach. Ich habe von meiner großen Oberweite gesprochen, von meinen großen Hupen, die ich habe, was ich dafür tue, dass es denen noch lange gut geht, dass ich mich mit denen noch lange anfreunden musste und noch muss, dass ich gut aussehe, dass es Wäsche gibt, die mich nirgendwo einengt, dass es Wäsche gibt, Gott sei Dank, in denen ich nicht mehr schwitze, dass ich sportlich elegant aussehe, dass ich mich nicht mehr in meinem Alter in irgendwelche Dessous Unterwäsche reinstopfe, auch wenn sie 300 € kostet, um diese zu tragen. Es wird sowieso nicht gesehen, es wird nur von mir gesehen. Ich finde mich toll, wenn ich mich ausziehe. Ich finde mich attraktiv. Mein Held findet mich attraktiv. Und ich glaube, wenn wir uns mit unserem Körper
wohlfühlen, dann strahlen wir einfach eine Attraktivität aus, die ist nicht zu schlagen, die ist überhaupt nicht zu schlagen. Wenn wir aber schon sagen, kennt ihr das noch? Früher habe ich eine Stehhose angehabt und alle haben sich hingesetzt und ich konnte mich aber nicht hinsetzen. Und wenn ich mich hingesetzt habe, dann hat es gekniffen und da wusste ich schon nicht mehr, wie ich sitzen sollte. Das mache ich nicht mehr. Und aus dem Grunde bin ich vor 10 Jahren wie die Mutter zum Kind zu einer tollen Wäsche gekommen. Und die Tipps, die ich euch sonst noch gegeben habe, ich schreibe sie noch mal drunter, was man so alles tun kann und was ich machen würde, nicht was man tun kann, sondern was ich machen würde. Und ich glaube, jeder von euch wird vielleicht nach meinem Video auch das eine oder andere testen und probieren, ob es denn geht. Und ich persönlich würde mich riesig freuen, wenn nur eine dabei ist, die sagt, bei mir hat was funktioniert, ich habe jetzt das und das Problem nicht mehr. Nur eine wäre mein Ansinnen, wo ich es hat weitergeben können. Ansonsten wünsche ich euch allen, dass ihr den Weg findet, gut mit all dem umzugehen. Jetzt klingelt's. Ich muss noch mal Pause machen. Na, es war die Paketfrau und es geht weiter. Ich habe meine Pinkbox bekommen. Die kriegt ihr aber jetzt nicht zu sehen und da ist auch kein BH drin. Ja, das Klingeln lasse ich drin. Das ist das Menschliche. Ich war wieder angezogen und ich hoffe, dass für alle etwas dabei war. Und insbesondere für die Frauen, die einen großen und schweren Busen haben, so wie ich auch. Für die, die einen kleinen und dezenten Busen haben, da bin ich ein bisschen neidisch. Hätte ich heute viel lieber. Aber man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Aber ich auf jeden Fall freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr euch aus diesem Video was rausziehen konntet. Und freue mich über jeden Kommentar, der ins Positive geht. Hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Das Video war lang, aber ein bisschen was zeigen wollte ich ja. Habe ich auch gezeigt. Und abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne. Die Themen gehen mir nicht aus. Ich kann über alles offen sprechen. Und wenn ihr noch Themen für mich habt, dann schreibt mir. Dann greife ich auch die Themen auf. Allerdings müssen sie immer auch mich betreffen, weil ich, wie gesagt, weder Arzt noch Berater noch weiß ich nicht was bin, Physiotherapeut noch sonst irgendwas. Ich spreche ausschließlich nur von meinen eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Dingen, die ich erlebt habe, die ich verarbeiten musste, mit denen ich zurechtkommen muss. So, und jetzt sage ich wie immer, tschüss, eure farbenfroh 60+.